Guten Morgen, Internet. Immer noch in der Skihalle. Wir sind voll die Gangs in der Skihalle. Heute gibt's aber ein Duell, Digga. Heute gibt's wieder mal ein Duell. Letztes Mal hat nicht so krass geklappt, glaube ich. Weißt du warum? Warum? Weißt du warum? Weil du nicht Snowboard fahren kannst. Hab ich gesagt. Weißt du, was du aber dafür kannst? Was? Rodeln. Und das machen wir heute. Ja, leg dich nicht mit mir an. Ich bin schon beim Wok-WM gefahren. Stimmt, das war ja toll. Da war ich sogar da, das Jahr, als du gefahren bist. Ja, war stimmt. Sehr toll. Wie war Sonja Kraus vom Namen? Hammer! Gut. Grüß dich, Sonja. Komm doch mal vorbei. Sonja, komm doch mal vorbei für den Klinik. Wir haben verschiedene Challenges vorbereitet heute. Die erste Challenge sehen wir schon da. Wir müssen da runterfahren und eine High Five geben beim Fahren. Und dann gibt es für jede Runde nochmal eine kleine Erklärung, weil ich das jetzt voll vergessen habe, was wir wann wie machen. Und dann ist noch viel aktueller ja, für euch. Aber man nimmt erstmal die erste Challenge eben. Genau. Drei Stück gibt es aber insgesamt. Ich muss sagen, sehr anspruchsvoll, sehr gefährlich und sehr adrenalinhaltig. Ja, nicht, dass du schummelst. Ich sehe dich schon wieder schummeln hier. Okay. Wie schon get ready, wieder. Set, go. So, okay, wir sind jetzt hier perfekt, haben uns eingefunden auf den Rennplätzen, Kelly ist auch ready. Wir müssen jetzt eine High Five geben und hoffentlich treffen, weil wenn wir treffen sollten, zählt es natürlich, wer als erster unten ankommt. Wir sind auf jeden Fall ready, High Five geben und runter, erste von drei Challenges. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Countdown, Countdown, los. Please. Scheiße! Scheiße! Oh, Hand, das ist viel besser. Wie lenkt man damit? Hilfe! Aua, kalt! Schau mal, wie das bei mir lenkt, gar nicht! Kalt. Viel zu kalt! Ah, so! Ich habe keine Handschuhe, es war viel zu kalt! Oh, shit! Komm, los geht's! Raus, zweite Runde! Dann erklären wir euch oben, was wir machen müssen. Ab nach oben! Meine Untertanen! Eine Sonderfahrt als Queen. Zweite Runde jetzt gleich. Man darf nicht laufen auf dem Band. Klar. Aua. Warte auf mich. So Leute, nächste Aufgabe. Wir müssen das Pyramide mitnehmen. Ich kann nicht mehr Deutsch. Was machst du? Posing. Bin bereit. Ich bin schon sehr gespannt. Ich möchte jetzt die nächste Challenge gewinnen. Wie viele Aufgaben gibt es insgesamt? Drei. Die muss jetzt gewinnen. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Okay, ich bin ready, Leute. Drückt mir die Daumen. Gut, Countdown. 3, 2, 1. Au! Wow! Das ist das Ding! Kamera! Hi, na? Schönes kennenzulernen. Guten Tag. 1, 2. Komm, letzte Runde, doppelte Punkte, was sagst du? Ja! Ja! Grün. Hallo, beeilst du dich vielleicht mal? Da war rot! Weiterdrehen. Da war rot. Wow, wow, wow. Reicht ungefähr. Nein, was ist passiert? Oh nein! Hier drin schlüpfen und zack, zack, zack. Hilfe! Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht mehr mit dem Bob fahren, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt mit so einem Ring fahren. So, dritte und letzte Challenge. Es geht um die Doppelpunktzahl für Kelly. Die ist ja noch beschäftigt mit Fans im Altersbereich von 1 bis 5 Jahren. Hauptzielgruppe. Wir müssen jetzt durch diese Ziele durchfahren und wir können nicht wirklich lenken. Also es ist einfach ein Glücksspiel, ob ich das Ding jetzt gewinnen kann oder es wird ein persönliches Unentschieden. Ich glaube, wir legen jetzt mal los. Ich habe Angst. Kelly, ich bin nicht durchgekommen. Bist du nicht? Nee, guck. Geil. Unentschieden. Echt jetzt? Ja, klar. Doppelte Punktzahl. 2-2. Was ich auch immer das ist, Leute. Stern.
Wenn es euch gefallen hat, schaut doch gerne mal in unser anderes Video noch rein. Da mussten wir ein bisschen Ski und Snowboarder tauschen. Ich habe zwar Snowboard-Schuhe an, eigentlich fahre ich auch Snowboard, aber ich musste Skifahren und Kelly musste Snowboarden. Das hat sie nämlich noch nicht gemacht. Schaut in die Folge auf jeden Fall rein. Schaut bei anderen Funkkanälen vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich glaube, ich komme nie wieder raus. Ansonsten werde ich ab jetzt. Fertig ab jetzt. Was würde ich sagen? Ringmann. Tschüss, bis dann.